Hallo, herzlich willkommen im Studio der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute zu einem Gespräch anlässlich des 25. Jahrestages von Srebrenica. Mein Name ist Katja Giebel, ich arbeite im Ost- und Südosteuropa-Referat hier in der Stiftung in Berlin. Der Jahrestag von Srebrenica steht am 11. Juli bevor. Und immer noch werden die Fakten des Massakers an über 8000 bosniakischen Jungen und Männern geleugnet. Die politischen Eliten, Schulbücher und Medien vielerorts auf dem Balkan halten sich an die nationalistische Erzählung von den fremden Tätern und den eigenen Opfern. Aber nicht nur dort werden die Fakten des Genozids verdreht, wie wir letztes Jahr durch die international anerkannte Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Peter Handke lernen mussten. Handke steht mit seinen politischen Texten und persönlichen Haltungen an der Seite serbischer Nationalisten und Kriegsverbrecher. Dem Nobelpreiskomitee ist das egal. Es bleibt also notwendig, aus einer anderen Perspektive darüber zu sprechen, für das Gedenken an Srebrenica. Auch im Namen meiner Kollegin Gudrun Fischer. Sie hatte die Initiative für das Gespräch heute und kann aufgrund der aktuellen besonderen Umstände leider persönlich nicht hier sein. Begrüße ich ganz herzlich die Schauspielerin und Autorin Vanessa Berbo, die Schauspielerin und Regisseurin Jasmina Music und den Journalisten Rüdiger Rossig, mit dem die Böll-Stiftung auch schon eine lange gemeinsame Geschichte hat. Er wird Ihnen, die Gäste und sich gleich selbst noch mal vorstellen. Eines möchte ich noch ankündigen. In der Böll-Stiftung geht es auch nach heute Abend weiter zum Thema. Zum Jahrestag am 11. Juli veröffentlichen wir eine Sonderseite auf böll.de zu Srebrenica und dem Bosnienkrieg mit vielen Hintergrundmaterialien aus unserem Archiv und aktuellen Analysen und Projekten. Sehen und hören Sie da die Videoinszenierungen vom Alphabet des Krieges mit Texten von Vanessa Berbo, die sich als Zeichen gegen die Leugnung des Genozids verstehen. Die Idee der feministischen Lesungen hat ihren Ursprung im Büro Sarajevo der Böll-Stiftung. Auch dort wird demnächst viel zum Thema veröffentlicht. Wenn Sie übrigens selbst Fragen zum Gespräch heute Abend haben, können Sie an unsere Gäste diese Fragen per Mail richten an die Adresse fischer@böll.de. Die wird Ihnen gleich auch nochmal eingeblendet. Das machen Sie am besten zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Vielen Dank und ich wünsche ein interessantes Gespräch. Hallo, dann übernehme ich mal. Mein Name ist, vielen Dank, Rüdiger Rossig. Ich bin Redakteur der Deutschen Welle und bei der Deutschen Welle nicht nur, aber vor allem zuständig für die Sprachen Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Ich beschäftige mich mit dem Thema Balkan, Jugoslawien, Ex-Jugoslawien seit über 30 Jahren und werde jetzt zuallererst mal kurz, da wir ja über 25 Jahre nach dem Genozid von Srebrenica sprechen, ein bisschen erzählen, was da eigentlich passiert ist. Der Zerfall Jugoslawiens begann im Frühsommer 1991 mit den Kriegen in Slowenien und Kroatien. Am 5. April 1992 wurde auf eine Friedensdemonstration, wahrscheinlich die größte in der europäischen Nachkriegsgeschichte, in Sarajevo, in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, geschossen aus einem Hochhaus. Und das zählt als der Kriegsbeginn in Bosnien. Mit diesem Kriegsbeginn beginnt eine massive Vertreibungswelle, die sich vor allem gegen Muslime, aber auch gegen Kroaten richtet. In Westbosnien und Ostbosnien ihre Höhepunkte erreicht. Wir werden zu diesem Thema kommen. Am 16. April 1993 wird die ostbosnische Kleinstadt Srebrenica in der Nähe der serbischen Grenze, wohin sich zehntausende Menschen, vor allem aber nicht nur bosnische Muslime, geflohen haben, von den ethnischen Säuberungen in Westbosnien geflüchtet waren, wird zur UN-Schutzzone erklärt. Das heißt also, der Kommandant der UN-Friedenstruppen in Bosnien-Herzegowina, die wenige Monate vorher stationiert worden waren, eigentlich um zu verhindern, dass dort ein Krieg ausbricht, ist in einer wilden Fahrt durch das serbisch besetzte Gebiet Ostbosniens gefahren, ist auf diese Schutzzone getroffen und hat da öffentlich erklärt, dass da sich die Menschen in Frieden und ohne Sorgen zu haben versammeln können. Und dass sie keine Angst haben müssen, dass ihnen etwas passiert und dass die UNO, die Vereinten Nationen, die das Mandat dazu von der internationalen Gemeinschaft erhalten hatten, vom UN-Weltsicherheitsrat, sie dort schützen würden. Die Soldaten der Armee von Bosnien-Herzegowina, die Srebrenica bisher verteidigt hatten, sollten entwaffnet werden und die Belagerer, das war die Armee der sogenannten Republika Srpska, man sagt im Allgemeinen die bosnischen Serben, wobei man richtigerweise sagen muss, es waren natürlich nicht alle bosnischen Serben beteiligt und schon gar nicht alle bosnischen Serben in dieser Armee. Deshalb ist es mir immer wichtig zu sagen, das ist die Armee dieses speziellen Scheinstaates, sollten ihre Angriffe einstellen.
Ein kleines Kontingent von UN-Soldaten, der sogenannten UNPROFOR, sollte sowohl die Entwaffnung überwachen, als auch die Einhaltung des Waffenstillstands in und um Srebrenica. Aber weder kam es zur Einstellung der Angriffe der Armee der Republika Srpska, noch gaben die bosnischen Verteidiger wirklich ihre Waffen ab. Stattdessen kam es immer wieder zu Scharmützeln, auch weil die Verteidiger Srebrenicas immer wieder Ausbrüche versuchten, aber unter anderem deswegen, weil es in der sogenannten UN-Schutzzone weder genug zu essen noch zu trinken gab und schon gar nicht genügend Medikamente, um die dort vor sich hin vegetierenden Menschen zu ernähren und an einem vernünftigen Niveau am Leben zu erhalten. Das ging weiter bis zum 11. Juli 1995. Da hat nämlich die Armee der Republika Srpska Srebrenica nach tagelangem Bombardement besetzt. Der Kommandant des niederländischen UNPROFOR-Bataillons, zu dem Zeitpunkt waren die UN-Soldaten dort Niederländer, hatte eigentlich Luftunterstützung der NATO angefordert, die ihm eigentlich nach allem Recht und nach allen Absprachen auch zugestanden hätte. Es kam allerdings nie zu dieser NATO-Luftunterstützung. Stattdessen marschierte die Armee der Republika Srpska ein. In den kommenden zwei Tagen, und darüber reden wir jetzt letztendlich, also vom 11. bis zum 13. Juli 1995, ermordeten Angehörige der Armee der Republika Srpska und serbische Freischärler über 8000 muslimisch, sie selbst nennen sich heute bosniakische, Jungen und Männer. Bis heute ist die Zahl, deshalb habe ich gesagt über 8000, nicht feststellend, weil nämlich die sterblichen Überreste der ermordeten Menschen von einem Massengrab zum anderen, zum dritten transportiert worden ist. Man kann darin auch ganz klar erkennen, dass die Täter durchaus ein Schuldbewusstsein hatten und nicht wollten, dass ihre Taten öffentlich werden. Das Internationale Kriminaltribunal der Vereinten Nationen, UNICTY, hat das Ganze zusammengefasst im 26. Februar 2007, also Jahre später, in folgendem Satz, den ich zuerst mal auf Englisch verlesen möchte. The court concludes that the acts committed at Srebrenica were committed with the specific intent to destroy in part the group of the Muslims in Bosnia and Herzegovina as such, and accordingly that these were acts of genocide. Das Urteil wurde im selben Jahr vom Internationalen Gerichtshof bestätigt. Die Einschätzung des internationalen Gerichtswesens ist also auf jeden Fall, in Srebrenica sind über 8000 Jungen und Männer ermordet worden mit dem Ziel, die Volksgruppe der Muslime in Bosnien-Herzegowina zu vernichten. Es handelt sich hier also um Völkermord. Wir wissen aus den Verfahren vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal mittlerweile ziemlich exakt, wie das geplant worden ist und wie das durchgeführt worden ist. Und die Systematik der Taten sind ganz klar erkennbar. An dieser Stelle muss ich einen Moment absetzen, weil mir jedes Mal wieder klar wird, was da für eine fürchterliche Sache passiert ist. Und jetzt werde ich einen kleinen Schwung zurückmachen. Ich habe zwei Gästinnen hier auf dem Publikum. Die sind schon kurz vorgestellt worden. Vanessa Berbo hier zu meiner Linken, Jasmina Smusic hier zu meiner Rechten. Mit Jasmina möchte ich anfangen. Ich möchte aber vorher noch was zu den beiden sagen. Sie verbindet nämlich so einiges. Einmal sind beide Schauspielerinnen, beide sind Bosnierinnen. Beide haben an dem großartigen Theaterstück Common Ground mitgemacht, das für mich die beste Aufarbeitung in einer theatralischen Form dessen, was in Jugoslawien und namentlich in Bosnien passiert ist, ist, die jemals gemacht worden ist. Und beide sind Flüchtlinge, weil sie nämlich im Laufe des Krieges und vor dem Krieg geflohen sind. Und ich möchte mit Jasmina anfangen. Erzähl mir doch mal ganz kurz, woher du kommst, wie alt du bist und wie das war, wo du warst, als Srebrenica passiert ist. Ja, also zunächst bezeichne ich mich mal gerne als Überlebende. Das hat aber auch einen Prozess gehabt. Also ich bin 88 geboren. Das bedeutet, ich war, als Srebrenica passiert ist, mittlerweile schon in Deutschland als Flüchtling in Dortmund. Und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Banja Luka, Prijedor. Das ist im Osten von Bosnien-Herzegowina. Und unsere Stadt ist gefallen. Das bedeutet, anders als jetzt in Sarajevo oder in anderen Bereichen, wurde unsere Stadt komplett von dieser Armee der Republik Srpska eingenommen. Und familiär ist es bei mir so, dass ich viele Familienmitglieder verloren habe. Verloren ist die falsche Bezeichnung, sie wurden ermordet. Unter anderem mein Vater und auch das jüngste Mitglied der Familie Music war 9 Monate alt. Ich habe das ja vorhin schon kurz erwähnt, dass die sterblichen Überreste der Menschen, die in Srebrenica ermordet worden sind, bis heute gesucht werden und bei weitem nicht klar ist, ob es da nicht noch
ohne eine Zahl zu nennen, eine ganze Menge gibt, die wir nicht gefunden haben. Du suchst bis heute nach deinem Vater. Ja, also nach meinem Onkel auch und noch nach weiteren Cousins, die ich leider dann nicht wirklich kennengelernt habe. Und es ist ein kollektives Schicksal. Wir sind bis zu fast, man schätzt, 6.000 Menschen, die ganz Bosnien-Herzegowina in derselben Situation sind, die bis heute auf der Suche sind. Und man muss auch sagen, bei uns ist es besonders tragisch, weil nach dem muslimischen Ritus, weil wir sind nun mal Moslems und es wurde ein Genozid an der muslimischen Bevölkerung getan, haben wir die religiöse Verpflichtung zu begraben, damit derjenige einen guten Tod hat. Und das ist insofern noch kulturologisch eine größere Strafe für uns, weil klar findet man heutzutage nicht das ganze Skelett, selbst ein Knochen würde uns schon reichen. Also. Mit der Vorgeschichte, und die Vorgeschichte Prijedor spielt ja bereits 1992, ich habe damals die Situation und die ethnische Säuberung Westbosniens leider sehr aktiv mitbekommen, weil ich auf der kroatischen Seite der Grenze war und viele der Überlebenden in den Flüchtlingslagern kennengelernt habe und interviewt habe. Du warst in Deutschland, in Dortmund, sagst du. Wie war das? Was hat das mit dir gemacht? Srebrenica. Srebrenica. Wie gesagt, ich war ja 7, als das passierte. Ich glaube, im Zuge von, ich hatte das Glück oder das Privileg, in Deutschland groß werden zu dürfen und hier bleiben zu dürfen. Das hat mich natürlich aus der Schusslinie erstmal gezogen. Das heißt, ich hatte das Glück, mich auch weiterbilden zu dürfen und ich war nicht vor Ort. Aber natürlich habe ich nach und nach verstanden, was das bedeutet. Für ein kleines Mädchen ist nicht selbstverständlich zu wissen, dein Vater ist verschwunden. Also das sind nach und nach Dinge, mehr Informationen, die ich erhalten habe. Ich kann nur, auch wie du es schon vorhin gesagt hast, diese Anzahl von Menschen, die dann wirklich in Srebrenica ermordet wurden, ich kann mich eher an die privaten Situationen erinnern, dass meine Mutter geweint hat an dem Tag und dass wir Anrufe bekommen haben. Also das sind so individuelle kleine Erinnerungen. Aber als Kind habe ich das nicht verstanden, was da genau passiert. Das kam später, mit dem Älterwerden. Mit dem Älterwerden, ja. Ich drehe mal mich zu Vanessa. Gerne. Vanessa Berbo, du bist welches Baujahr? Das weiß ich nicht, ich habe es vergessen. So ähnlich vor langer Zeit. Auf jeden Fall warst du nicht 7, als Srebrenica passiert ist. Wo warst du? Was war mit dir? Wie ist diese, ich kann mich daran erinnern, wie die Information, dass Srebrenica gefallen ist, zu mir gekommen ist. Wie war das bei dir? Wo soll ich denn da anfangen? Fang mit dem Tag selbst an. Also ich würde das lieber, also mit deiner Gegenfrage, also anfangen. Ich kann mir diesen Luxus auch nicht mehr leisten, nach 25 Jahren von so einem Genozid, was da also den Leuten angetan worden ist, mich auch immer noch wieder zu beschäftigen. Wo war ich? Für mich ist die wichtige Frage, auch jetzt 25 Jahre danach, wo waren die anderen? Also warum hat niemand etwas getan, um das zu verhindern? Das ist für mich, also ich mag mich nicht erinnern, weil also für mich, ich kann Srebrenica nicht also trennen von dem 6. April 92, wo es bei uns in Sarajevo-Krieg also angefangen hat, wo ich dort auch fast ein Jahr im Krieg gesessen habe und nicht verstanden habe, also warum lässt man das alles zu? Und also diesen 11. September, damals als Srebrenica gefallen war, habe ich gelernt, so tief in meinem Herzen, in meinem ganzen Wesen, habe ich verstanden, was Verrat bedeutet. Was es bedeutet, wenn man also aus welchem Grund auch immer zulässt, dass sowas passiert. Dass die Menschen also irgendwie 60, 70 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, dass man zugelassen hat, dass wieder der Name und Körpergröße manchmal entscheidet, wer leben und wer sterben darf. Und das ist für mich, es ist keine Erinnerung an den Ort, wo ich war, sondern dieses Gefühl also von Verrat und Machtlosigkeit und klar, Wut bis heute. Wir müssen zwei Sachen erklären, beziehungsweise eine Sache müssen wir erklären, Name und Körpergröße, warum das relevant war. Und dann hast du eben eine hochinteressante freudsche Fehlleistung begangen. Du hast 11. September gesagt. Ach ja, es ist genau. Der 11. Kann Juli, sein, ja. Aber es ist nicht zufällig, dass du 11. Das September ist nicht zufällig, gesagt hast. Genau, weil wir, wenn man gefragt würde, ja, wo warst du an dem Tag? Dass es geht um dieses, dieses kollektives Gedächtnis. Also jeder von uns weiß,
also wo er am 11. Juli war. Jeder von uns war, also weiß, wo er am 11. September war, als die also Twin Towers also, zu Boden gingen. Und es geht um die Art, diese Erinnerungskultur. Also genau. Die Größe der Katastrophe, also die Größe des Menschen und sein Nachname. Inwieweit war der in Srebrenica entscheidend? Also, man würde nur gefragt, wie man heißt. Sonst nichts. Man würde nicht gefragt, ob man ein Soldat war, ob man bewaffnet war, ob man, Atheist ist oder gar nichts. Also man hat einem nur gefragt, wie du heißt. Und wenn es hieß, ich heiße, ich habe einen muslimischen Namen, das war schon der Todesurteil. Und dann noch Körpergröße, also da gab es Kinder, die Pech gehabt haben, die in dem Zeitalter von 10 oder 12, also über vielleicht 1,48 Meter waren. Und die waren dann auch also in den Augen von diesen Monstern. Also bei der Selektion gab es drei Kriterien. Männlich, muslimisch und über 1,48 genau. groß. Genau. Das reichte, um zu entscheiden, wird ermordet oder geht genau. in irgendeiner Art und Weise in den Flüchtlingstransport. Entschuldige, wenn ich in dieser Wunde bohre. Aber wir haben ja im Vorfeld auch ein paar Fragen bekommen und was uns, die wir tief in diesem Thema drinstecken, leicht verloren geht, ist, dass viele Menschen, namentlich jüngere Menschen, überhaupt nicht mehr wissen, was damals passiert ist. Deshalb habe ich auch diesen kleinen Rip-Up gemacht. Was ist eigentlich die historische Ausgangslage? Und ich möchte von dir, weil du ja nun in Sarajevo warst, warst du am 5. April auf der Demonstration? Natürlich. 92? Natürlich. Entschuldige, dass ich so doof frage. Nee, du hast mitbekommen, wie auf die Demonstration geschossen worden ist. Also ich war an der Demonstration, ich war sogar an der Brücke, sogar in der ersten Reihe. Wo es zu den ersten Toten kam, erzähl's ruhig, es wissen genau, nicht. Genau, also ich habe die ersten, also wir haben friedlich demonstriert, gegen Krieg, also wir waren eine große Mehrheit, die keinen Krieg wollte. Und wir haben daran geglaubt damals, dass wir das auch verhindern können, dass es zu diesem Krieg kommt. Wir haben auch nicht verstanden, warum. Warum mussten wir jetzt alle Krieg führen? Und auf diesen Demonstrationen damals in Sarajevo waren wir alle zusammen. Also das muss ich auch sagen, Serben, also Bosniaken, Kroaten, Atheisten, Roma, Juden, alle. Also einfach Bürger dieses Landes. Und genau, dann kann ich mich natürlich an diese Situation, als Suada damals, Dilberovic, die tolle Medizinstudentin, also erschossen worden ist an der Virbanja-Brücke. Ich kann mich erinnern an diesen Moment, wo wir dann gelaufen sind und wollten über diese Brücke, wir wollten diese Barrikade also wegmachen, die sie da hingestellt haben, um die Stadt zu teilen auf Serbische und Bosnische. Und ich kann mich noch erinnern, dass auf der anderen Seite, wir waren auf dieser Seite sehr viele und auf der anderen Seite standen ein paar von denen und hatten so schwarze, diese Diebemützen. Und die waren uniformiert natürlich, genau, das waren im Gegensatz zu euch keine Zivilisten. Genau, und ich kann mich ganz gut an diese Situation erinnern, wo dieser Soldat ohne Gesicht dann einfach diesen Maschinengewehr also immer höher, also gestellt hat und dann losgeschossen hat. Genau. Und das ist, also, und wie ich sage immer, jeder, der daran zweifelt, also was da und wer da was gemacht hat, kann mich fragen. Also ich weiß, habe Glück, dass ich weiß, wer auf mich geschossen hat. Du weißt noch ein bisschen mehr. Du warst Schauspielschülerin, damals in Sarajevo an der Akademie, ne? Ja. Du warst noch ein Jahr in Sarajevo. Wie bist du rausgekommen? Wie hast du es geschafft, die belagerte Stadt zu verlassen nach diesem fürchterlichen ersten Jahr? Also ich war, habe sogar meinen Schauspielabschluss noch gemacht und dann am 11. September 92, mein Mentor war damals Professor Cevat Karahassan und dann saßen wir noch am 11. September, Professor Nenad Izdarević, Cevat Karahassan, und habe meinen Diplomabschluss dort gemacht. Und wir haben versucht, auch als Künstler
vor Ort zu bleiben, zu dokumentieren, versuchen Leute also irgendwie so mitzunehmen. Ich habe damals auch für das also UNICEF-Theater in Sarajevo sehr viele Vorstellungen für die Kinder gespielt. Und also für eine Gage, für ein halbes Kilo Reis war meine Gage oder was immer. Wir hatten tatsächlich sehr wenig zum Essen und es gab eigentlich gar nichts. Und genau, und dann gab es einen bestimmten Zeitpunkt, dann, wo wir begriffen haben, die Mehrheit hat begriffen, dann auch in der Stadt Sarajevo, wir haben begriffen, niemand kommt, um uns zu helfen. Niemand kommt. Und wir waren, also in unserem Haushalt waren wir vier und ich war die Einzige, also die eine Möglichkeit gehabt hat, die Stadt zu verlassen. Und ich habe das dann damals getan, weil ich die anderen retten wollte. Weil indem ich jetzt weg konnte, hätten sie, also die, so ihre Überlebenschancen waren größer, dass sie dann mehr zum Essen bekommen und dass sie irgendwie zurechtkommen. Und damals, als ich die Stadt verlassen habe, war ich ja, sozusagen 23 und also habe 48 Kilo gewogen. Also es war ja, wir sind auch einfach ja, vor uns hingeschmolzen, also verschwunden sozusagen, körperlich und geistlich. Und dann habe ich es dann irgendwann Ende November 92 also geschafft, rauszukommen. Und dann bin ich damals nach Deutschland gekommen. Also wie bist du über den Berg gelaufen? Man muss dazu sagen, Sarajevo liegt in einem tiefen Talkessel, um nicht zu sagen, Sarajevo ist das Ende eines tiefen Talkessels. Und tatsächlich durch die Belagerungssituation, wir haben jetzt hier keine Karte zur Verfügung, umso wichtiger ist das, Leuten, die nicht da gewesen sind, das mal klar zu machen. Gab es eigentlich nur den Weg übers Flugfeld, das von der französischen UNPROFOR kontrolliert wurde, genau, auf den Igman rauf? Ich habe die Stadt verlassen mit dem letzten also Roten Kreuz-Konvoi. Damals, denn, also der irgendwie vier oder fünf Monate fast gebraucht hat, um überhaupt die Stadt verlassen zu dürfen. Und damals haben wir zum Beispiel den ganzen Tag, das war schon sehr kalt, November, so viel schon Schnee. Man hat uns dann einen Tag lang, also an diesem großen Plateau, den kennst du ja auch, also von also Bahnhof in Sarajevo, also sitzen lassen, warten lassen. Dann kamen keine Busse. Dann am nächsten Tag kamen also deutlich weniger Busse, als es uns gab, wie wir regulär auf diesen Listen standen. Und genau, und dann sind wir mit diesen Bussen und natürlich, man hat uns da stehen lassen an dieser Piste. Und über uns stundenlang, also flogen Granaten und das war keine nette Erfahrung damals. Genau. Ich denke, wenn man das zusammenfassen kann, ist das bestimmende Gefühl. Ich war 92, 93 nicht in Sarajevo, aber ich habe jede Menge Leute getroffen, die daher kamen. Mhm. Kälte, Hunger und Angst? Ist das die Zusammenfassung? Keine Angst. Du hattest keine Angst? Nein. Also ich hatte nur Angst, also übrig zu bleiben. Also wenn die alle andere weg sind, die mir was bedeuten, dieses, also hinter diesen toten Menschen, die du geliebt hast, die man dir dann weggenommen hat. Also bei uns, es war es mit Scharfschützen, mit Granaten. Also ich hatte nur Angst, also dass zu spät dran zu sein. Weil irgendwann, nach ein paar Monaten, verlierst du. Also Angst ist etwas sehr Aktives, sozusagen. Man, Angst kostet auch Energie und alles. Und irgendwann, nach diesem Aushungern, ist einem im Grunde genommen der eigene Tod eigentlich oder eigener Schicksal gleichgültig, aber also die anderen, die man liebt, also diese Verluste sind nicht einem gleichgültig. Deswegen sage ich, also ich habe damals im Krieg die Angst vom Tod verloren, bis heute. Nach Sarajevo hat immerhin die Welt geguckt. In Sarajevo waren Journalisten, in Sarajevo war die UN. In Sarajevo kamen alle möglichen internationalen Staatsmänner vorbei. In Sarajevo gab es auch mal einen Waffenstillstand. Nach Srebrenica hat man nicht wirklich geguckt bis 1995. Srebrenica war einer von vielen schlimmen Orten in Bosnien, aber auch nur einer. Ne? Also ich denke, es hat nicht mehr interessiert als Gorazde und Djepa, die beiden anderen UN-Schutzzonen in Ostbosnien, oder Bihać, die UN-Schutzzone in Westbosnien, die genauso wenig sicher war. Ihr habt euch beide
ausgiebig künstlerisch, also als Schauspielerin namentlich und du auch als Autorin, mit der Aufarbeitung dieses Themas beschäftigt. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung aus der 90er-Jahre-Situation oder der Situation während des Bosnienkriegs raus, wo natürlich namentlich wir Älteren auch ziemlich aktiv waren, sei es von der Flüchtlingshilfe bis auf Friedensdemonstrationen, Unterschriften sammeln und so weiter. Du hast mit der Kunst, beschäftigst du dich bis heute mit diesem Thema und ich muss noch mal einen kleinen Break machen zwischendurch. Fragen können Sie an fischer@böll.de schicken. Wir blenden das zwischendurch auch nochmal das Bauchbinder ein. Wir werden circa 18 Uhr, werde ich mir reingucken, was wir hier an Mails gekriegt haben, damit wir auch nochmal unsere Gäste befragen können von Seiten des Publikums. Und jetzt möchte ich mal kurz bitten, die Technik, dass ihr uns mal vorspielt, was Vernessa so in letzter Zeit macht, künstlerisch und schauspielerisch und als Autorin namentlich. Absah da, Belagerung. Du darfst nicht atmen, du darfst nicht laufen, du darfst nicht trinken und nicht essen, du darfst nicht denken und du darfst nicht sprechen, du darfst dir die Zähne nicht putzen, die Haare nicht waschen, du darfst nicht lieben, aber auch nicht hassen, du darfst nicht kämpfen, du darfst nicht aufgeben, du darfst nicht weinen, aber auch nicht lachen. Du darfst nicht hoffen, aber du darfst auch nicht hoffnungslos sein. Du darfst nicht freundlich sein, aber auch nicht unfreundlich. Du darfst nicht hilfsbereit sein, aber du darfst auch keine Hilfe verweigern. Du darfst keine Pläne machen, aber du darfst auch nicht planlos sein. Du darfst tagsüber nicht auf die Straße, nachts aber auch nicht. Du darfst die Leute nicht ansprechen, aber du darfst sie auch nicht ignorieren. Du darfst nicht sitzen, aber auch nicht stehen. In einer belagerten Stadt gehört dir nichts. Alles, was du hast, kannst du jeden Moment verlieren. Aber genauso kannst du auch jeden Moment das verlieren, was du nicht hast. In einer belagerten Stadt ist nichts wichtiger als gutes Timing. Im richtigen Moment laufen oder stehen bleiben. Im richtigen Moment weinen oder lachen. Im richtigen Moment trinken oder essen. Am besten, wenn keiner in der Nähe ist, sonst kommt die unaufhaltbare Scham und das Schuldgefühl, das Essen nicht mit anderen teilen zu wollen. Das garantiere ich dir. In einer belagerten Stadt sind nicht nur die von außen gekommenen, deine offiziellen Peiniger, die dich zu dem machen, was du geworden bist. Es sind aber auch nicht nur die Mitleidenden, die dich zu dem gemacht haben, der du geworden bist. Es bist du. Du willst nicht mehr laufen. Du willst nicht mehr laufen. Du willst nicht mehr atmen und denken. Du willst keine Pläne mehr machen und anderen helfen. Du willst nicht mehr freundlich sein. Und du willst nicht mehr lieben und mit anderen teilen, was du denkst und was du isst. Du denkst, wofür das alles? Im nächsten Moment ist sowieso alles vorbei. Aber das Wichtigste, was du wissen musst, um in einer belagerten Stadt zu überleben, ist, du denkst, wofür das alles? Im nächsten Moment ist sowieso alles vorbei. Was haben wir da gerade gesehen? Das war wunderbare Marina Galic, wunderbare Kollegin aus Thalia Theater. Sie hat einen Text von mir gelesen, heißt Obsada, Belagerung. Und dieser Text ist ein Teil von meinem Roman, ersten Roman, Alphabet des Krieges. Es geht zu jedem Buchstaben, also gibt es ein oder mehrere Begriffe. Und wie sich dieser Begriff also im Krieg verändert. Und es geht darum, einen Versuch zu machen, also einen Krieg greifbar, erzählbar zu machen.
Weil es geht immer darum, ganz oft, wenn die Leute über Krieg sprechen, dass es nicht möglich ist zu erzählen. Und genau, und ich habe da versucht, durch dieses Buch mich einzuordnen, meine Gedanken, meine Erinnerungen zu ordnen. Und das war jetzt, die Geschichte, die wir jetzt gehört haben, hat sehr viel mit so damalig, also es ist teilweise autobiografisch, aber die Rest der Geschichten sind nicht autobiografisch. Und genau, und diese Lesung jetzt, das ist eine, wird vielleicht auch später noch mal ein bisschen was dazu erzählen, das werden wir dann am 11.07. werden wir ganz viele diese Geschichten vorlesen. Also gegen Vergessen und dass dieses Genozid endlich also anerkannt, also dass es anerkannt wird. Das sind deine Texte, zum Teil autobiografisch, zum Teil zusammengestellt aus Erfahrungen, die du mit anderen Menschen gemacht hast, genau. Die allesamt gelesen werden von Schauspielerinnen, die in Deutschland sind? Genau, nicht nur von Schauspielerinnen, es sind also ein paar Schauspielerinnen auch dabei. Es sind meistens Frauenstimmen. Also ich habe jetzt versucht, auch Frauen eine Stimme zu geben und das aus diesen weiblichen Perspektive mich diesem Balkankrieg oder meinem Krieg, wenn ich immer so oft sage, also zu nähern. Wollen wir noch eins davon angucken? Ja. Also erzähl mal, was werden wir sehen? Genau, wir haben jetzt Ferda Ataman, die wunderbare Ferda Ataman, wird uns, glaube ich, drei Geschichten, also I wie Ime, Name, und was bedeutet dieser Begriff im Krieg? Bitte schön. I, Ime, Dva, Name, Zwei. 1992. Es ist wieder soweit. 47 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entscheiden erneut Name und Gott über Leben und Tod. Und manchmal auch die Körpergröße. Ime Tri, Name 3. Der ganze Ort war weggebombt. Nur der Name des Ortes war geblieben. So wissen wir trotzdem, dass wir hier hingehören. Ime Pet, Name 5. Wenn eine dir unbekannte Stimme deinen vollen Namen ruft, bedeutet das meistens nichts Gutes. Dankeschön. Das war sehr beeindruckend. Nochmal zum Jahrestag am 11. Juli dieses Jahres, zum 25. Jahrestag des Mordens, des Massakers, des Genozids von Srebrenica, wird das auf böll.de online gehen. Ich wende mich jetzt mal, Opus Sarajevo, ich wende mich jetzt mal Jasmina zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Zeit. Aber vielleicht deswegen, weil du ja mittlerweile auch schon gar nicht mehr so jung oder so klein bist, hat mich das eben doch ganz schön getroffen, dass du so jung warst, als Srebrenica stattgefunden hat. Du bist mir erstmalig aufgefallen mit Common Ground. Und wenn wir über künstlerische Aufarbeitung reden, nehme ich jetzt an, dass Common Ground dein erster kreativer Umgang mit den schrecklichen Ereignissen, ja, die in deinem Leben stattgefunden haben, war. Ist das richtig? Also es gab zunächst schon während meines Studiums in Hamburg, ich habe ja klassisches Schauspiel studiert, eine Auseinandersetzung mit Branko Simic, das ist auch ein Künstler aus Bosnien-Herzegowina, der in Hamburg tätig ist und auch auf ganz viel auf Kampnagel arbeitet. Also einer der wichtigen Impulssetzer auch in unserem Bereich. Der hat sehr früh angefangen, auch zu diesem Thema zu arbeiten. Und da habe ich in der ersten Zusammenarbeit das Thema Antigone, also wie passt der Mythos von Antigone mit meinem Schicksal oder mit dem generellen Schicksal der vielen, also über 6000 Menschen, die davon betroffen sind. Ja, wie fasst das zusammen? Das war eigentlich im Zuge des Studiums. Das heißt, eigentlich war Common Ground eine zweite Annäherung dieses Themas.
Bei den 6.000 Menschen meinst du jetzt diejenigen, die verschwunden sind und bei denen man nicht weiß, was mit denen passiert ist und wo ihre sterblichen Überreste liegen. Common Ground geht ein bisschen weiter. Ihr seid damals mit einer Gruppe von Schauspielern verschiedenen Alters, die eigentlich nur verbunden hat, dass sie irgendwie einen ex-jugoslawischen Hintergrund hatten, auf eine Studienreise nach Bosnien gefahren. Richtig? Richtig. 5 Tage komprimiertes Balkanwissen. Das ging los, wir haben uns Predor angeschaut, die Geburtsstadt von mir und meiner wunderbaren Kollegin Matija Medet, die ungefähr im gleichen Alter ist wie ich. Dann waren wir in Mostar und schlussendlich waren wir in Sarajevo. Genau. In Vorbereitung auf eine Theaterproduktion eigentlich. Genau, wir wurden begleitet dokumentarisch von Hanna Slag, die daraus auch einen Film gemacht hat. Und das ist insofern Interviewmaterial. Wir haben Aktivisten getroffen, wir haben Historiker getroffen, wir haben Freunde getroffen. Und das hatte dann alles Einfluss auf diese erste Premiere, die als Stückentwicklung entstanden ist und dann gezeigt wurde hier. Ich habe das ja schon gesagt, man kann Common Ground meines Erachtens eigentlich nur gucken. Man kann es nicht berichten. Es ist wirklich eine starke Konfrontation. Ich kann mich an die Szene erinnern, als ihr in Srebrenica wart und der übersetzt, ist serbischstämmig, aber eigentlich ein richtiger Deutscher, also hier aufgewachsen und so. Und der gerät dann in einen inneren Konflikt, während er übersetzt. Das sind so Szenen. Ja, ich muss nur ganz kurz einhaken, wir waren nicht in Srebrenica, wir waren in Prijedor. Wir waren also nicht mal, wir waren bei Bakira Hasecic. Wir waren bei den Frauen von Srebrenica in Sarajevo zu Besuch. Da waren wir bei Bakira Hasecic, also Žena Žrtva Rata in der Organisation, haben dann mit Bakira Hasecic erzählt, was sie damals, die ist ja selbst Opfer der Vergewaltigungen gewesen und wir haben dort also uns alle da angetroffen und mit Bakira darüber zu reden. Und unser Kollege Dejan Butschin hat dann übersetzt, weil Bakira kein Englisch sprach und Dejan musste dann übersetzen von Bosnisch auf Englisch. Genau. Und beim Übersetzen kommt er in Konflikt mit seinem eigenen Regional, mit seiner serbischen Aussprache, der serbokroatischen Sprache oder der ehemaligen gemeinsamen jugoslawischen Sprache und fängt auf der Bühne einen Monolog an. Der ist unglaublich beeindruckend. Das war nochmal meine besondere Begeisterung. Ich muss mich gleich dafür entschuldigen. Aber der Tipp ist ernst gemeint. Das Stück sollte man gesehen haben. Ich habe das mit ganz vielen Leuten ausprobiert, die was mit Ex-Jugoslawien und den Kriegen dort zu tun haben und aber auch mit ganz vielen Leuten, die damit gar nichts zu tun haben, zum Beispiel Menschen von anderen Kontinenten. Das Stück funktioniert voraussetzungsfrei. Man muss im Gegensatz zu dieser Veranstaltung, wo wir jetzt sitzen, kein Hintergrundwissen haben, um Common Ground zu verstehen. Ja, entschuldige, da warst du jetzt von einer sehr, sehr starken Spur, also sehr interessanten Spur gelandet. Wir haben das Stück unter anderem auch in Peking gespielt. Gleichzeitig in, also auch danach in Tel Aviv oder in Frankreich und überall haben Leute also dieses Stück gefeiert und haben sich erkannt in dem Ganzen. Das ist so eine Art Grundkonflikt, was es also nicht nur auf dem Balkan also stattgefunden hat, sondern also überall auf der Welt. Es ist so ein universelles Thema auch, ne? Thema, und genau. Das berührt die Leute auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Genau, wir haben das auch in Shanghai, in Peking gespielt und weiß ich nicht. In ganz Deutschland, in jedem, also überall, in jeder großen vielen Stadt. In Ländern und überall haben die Leute das verstanden und konnten etwas damit anfangen, auch und verbinden mit eigener Geschichte. Jasmina, du hast aber mit Common Ground nicht aufgehört, sondern du warst damals auch noch verflixt jung, logischerweise. Ja. Wenn man jung ist, bleibt man das ja auch in immer relativ. In diesem Leben war ich jung, genau. Aber du hast seitdem Aufarbeitung des Jugoslawien- und Bosnienkriegs angeht, noch viel mehr gemacht. Erzähl mal ein bisschen. Ja, natürlich war das eine erste Inspiration. Und das ist jetzt auch, das liegt 7 Jahre zurück, dieses Stück. Und es entwickelt sich ja immer mehr und mehr. Und es ist auch eine Form des Aktivismus. Insgesamt ist unsere Frage, wie finden wir Wege aus unserer Sprachlosigkeit? Wie schaffen wir es im Zuge dessen adäquate Möglichkeiten auch? Wir sind Künstler. Wir sind erstmal alle gut. Künstler und Künstlerinnen, die fachlich mit diesem Thema umgehen wollen. Und im Zuge dessen bin ich jetzt mittlerweile in einem ersten theatralen Kollektiv. Wir sind eine Gruppe aus Frauen. Wir nennen uns Her Story, angelehnt an eine Begrifflichkeit, die es so gibt aus der Geschichtsschreibung. Also wie stärkt man weibliche Perspektiven auf die Geschichte? Und diese erste Begegnung werden wir mit der sogenannten Silbernen Stadt Srebrenica
begehen. Das bedeutet ein Team aus Schauspielerinnen, Performerinnen, unter anderem Vanessa Berbo, Juliane Hendes und wahrscheinlich auch Selma Selman, eine Künstlerin aus Bihać, die Performerin ist und aus der Roma-Community unter anderem kommt. Wir werden dieses Massaker also theatral bearbeiten. Und es ist ein Gedenke, also ein Empowerment-Gedanke. Jetzt stolper ich ein bisschen darüber. Mir ist natürlich die weibliche Perspektive des Krieges oder die Perspektive von Frauen als Opfer des Krieges überklar. Im Fall des Srebrenicas handelt es sich bei den Opfern allerdings zu 100% um Männern. Wie geht ihr da mit Her Story um? Die Frage ist natürlich der Lücke, weil es wurden ja Söhne, Väter, Großväter, alles, was männlich war, zerstört, vernichtet. Und das ist ja eine lebenslange Lücke. Ich bin ja auch eine Tochter von jemandem, der ermordet wurde. Also das wollen wir hinterfragen. Diese Frauen, ich habe selten überhaupt in dieser ganzen Narration Frauen zu Wort sehen, also gesehen, ob es medial war. Also sie haben kaum die Möglichkeiten, über ihre täglichen Tragödien zu sprechen. Und das ist mein Gedanke auch in diesem ganzen Empowerment. Man muss die Frauen fragen vor Ort und ins Boot holen. Und deswegen die weibliche Perspektive, weil es gibt nichts mehr und mehr inspirierenden Begegnungen mit diesen Frauen, mit starken Frauen. Und das sind alle Frauen, die das überlebt haben. Dann hast du wunderbar gesagt, die silberne Stadt. Ich glaube, diese Übersetzung des Namens Srebrenica, es handelt sich um die silberne Stadt deswegen, weil Srebrenica in einem uralten Bergbaugebiet liegt, wo schwerpunktmäßig Silber abgebaut worden ist. Und Srebrenica war, was man tatsächlich immer wieder erwähnen muss und viel zu selten gesagt wird, die reichste Gemeinde Bosnien-Herzegowinas, weil nämlich die ganzen gut verdienten Bergbauarbeiter, aber auch denen ihre Direktoren, die hatten ihre Wochenendhäuser um diese Stadt rum. Und jetzt kommen wir mal zu der Frage, wer waren eigentlich die Täter in Srebrenica? Was wisst ihr darüber? Also man muss sich ja immer die Frage stellen, als Opfer und Täter. Also das ist immer in einem und auch mit dieser Psychologie. Und das ist ganz, ganz wichtig, seine Hausaufgaben zu machen und sehr, sehr viel darüber zu lesen. Zu den Tätern. Man kann über ganz prominent anfangen, über Ratko Mladic zu sprechen, der nicht nur Srebrenica zu verantworten hat, sondern auch natürlich die ganze Belagerung in Sarajevo. Also ganz Kommandant wichtig. Der Armee der bosnischen Serben. Genau. Noch beziehungsweise mal. Republika Srpska, ja, habe ich vorher gesagt. Und an sich gab es unter anderem, also wenn wir über Täter sprechen, es gibt unglaublich viel Literatur dazu. Es sind Leute gewesen aus Gefängnissen zum Beispiel, die politischen Eliten haben ja Gesetze erlassen. Das heißt, es waren Paramilitärs, die ideologisiert waren, die bereit waren, für einen Goldring einen Menschen umzubringen. Also das ist eine Antwort von ganz, ganz vielen. Und die Möglichkeit, und da komme ich vielleicht zu Hannah Arendt, Banalität des Bösen, das war möglich. Und plötzlich, also es wurde wieder möglich. Und ja, also es gibt immer individuelle Geschichten, aber es ist für mich als Nachfahrin immer wieder entscheidend zu lesen, was die kleinen menschlichen Momente waren. Das heißt, auf der großen politisch-militärischen Ebene war es das Ziel der Armee der Republika Srpska, die Infanterie der bosnischen Armee zu dezimieren. Und da hat man es für ein probates Mittel gehalten, schlicht und ergreifend mal möglichst viele Männer zu ermorden. Darunter gab es natürlich die ethnische Säuberung, also die Männer mussten auch Muslime sein, weil also man musste ja beweisen, dass hinterher diese Region von einer bestimmten Nationalität besiedelt war und nicht einer anderen, um sie quasi für sich beanspruchen zu können. Unten drunter gibt es aber auch die rein materielle Ebene, deswegen habe ich die silberne Stadt genannt, nämlich Diebstahl. Genau, also ich würde gerne da was dazu sagen. Wenn man über also Täterprofil in Bosnien spricht, muss man immer auch über Raub sprechen. Also Raub, also Diebstahl, das ganze Verbrechen. Es gab Beispiele, ich habe neulich mit zwei Freunden mich unterhalten, zum Beispiel über Cluj. Das ist eine kleine Stadt also in Bosnien, wo teilweise 5 Männer die ganze Stadt terrorisiert haben und geplündert haben, vergewaltigt haben, getötet haben. Und das Problem, also jetzt wieder also in die jetzige Zeit zu kommen, wenn wir zum Beispiel Visegrad also uns ansehen oder viele andere kleine Zvornik, viele andere kleine Städte, das größte Problem, was wir heute also haben unten auf Balkan, ist, dass die Leute, die Täter, die Verbrechen verübt haben, dort geblieben sind, wo sie getötet haben. Das heißt, also es ist ein Teil
Also nur, also die für alle sichtbare Leute sind vielleicht also verhaftet worden und einen Prozess bekommen haben und ein paar Jahre gesessen, wieder frei bekommen. Aber die Mehrheit, die kleinen Fische, also die sich dann in diesem ganzen Müll da versteckt haben, die sind immer noch da. Und ich kann nur eine Geschichte erzählen, kurz über Bakira Hasecic, die mir also bei dem letzten Projekt, was ich vorletztes Jahr also in Koproduktion von Gorki Theater und Messfestival in Sarajevo gemacht habe, heißt Hauptsache, die schießen nicht. Hat mir Bakira Hasecic eine Geschichte erzählt, wie sie dann kurz, nachdem es möglich dann wieder war, nach Visegrad zurückzukommen, ein Bus voll Frauen waren dann also Rückkehrer sozusagen, die durften einen Tag zurück in ihre Stadt und gucken, was da so übrig geblieben ist, würden von UNPROFOR also begleitet oder damals KFOR, also um sicher da anzukommen. Und dann also am Eingang von der Stadt hatte die, also die Polizei von Republika Srpska gewartet, um die Frauen zu beschützen. Und dann sind dann in dem Moment reihenweise Frauen in Ohnmacht gefallen im Bus, weil sie ihre Peiniger erkannt haben in diesen Polizisten. Und das ist immer noch also ein großes Problem, dass die Mehrheit von den Leuten, die Verbrechen verübt haben, also nicht zur Verantwortung gezogen worden und sogar immer noch weiterhin Leute terrorisieren nach genau. wie vor. Genau, es gibt Fälle, zum Beispiel jetzt schreibe ich gerade also ein Interview mit einem Paar aus Srebrenica, der vor 5 Jahren Srebrenica verlassen musste, weil die Vergewaltiger wieder vor dem Fenster aufgetaucht sind, betrunken und gedroht haben, dass sie der Frau wieder das Gleiche antun werden wie damals. Und wir kommen jetzt wieder also zu diesem Thema eigentlich, was total wichtig ist, also dass diese 25 Jahre also nach dem Genozid von Srebrenica sind auch gleichzeitig auf 25 Jahren also Verleugnung von diesem Genozid. Und bis das nicht stattgefunden hat, wird es keinen vernünftigen Frieden also auf Balkan geben. Und das ist also das Thema, also worüber wir eigentlich also uns mehr auch nicht nur als Künstler, sondern allgemein beschäftigen müssen und gucken, wie wir den Leuten, also wie wir die Leute unten unterstützen können, also dass es zu so einem also Dialog kommt. Danke, Vanessa. Jetzt hast du eigentlich mir meine nächste Frage an dich. Nee, wunderbar, ist doch toll, ich gebe noch mal als Hintergrundinformation an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Visegrad und Zvornik sind ebenfalls Städte in Ostbosnien, in denen schreckliche Dinge passiert sind 1992. Der deutsche Schriftsteller Sascha Stanicic, Entschuldigung, hat sich mit Visegrad in seinem Buch, als der Soldat das Grammophon reparierte, weil es seine Geburtsstadt ist und weil er das damals als junger Mann erlebt hat. Das ist also auch Teil des deutschen literarischen Kanons mittlerweile. Sehr lesenswert, sehr nachguckenswert. Und die große Frage, die du eben angeschnitten hast, die möchte ich eigentlich, bevor wir zu unseren Fragen kommen, doch nochmal stellen. Wir sitzen jetzt hier das 25. Jahr. Ja. Im Grunde genommen alle drei von uns in verschiedenen Lebensphasen. Und ich bin gerade an der ukrainischen Botschaft vorbeigelaufen, die hier gegenüber ist, und habe mich gefragt, ja, was ist denn so mit Donetsk und Luhansk und der Krim? Und da ist nicht mal eine ruandische Botschaft oder sonst irgendwas in der Nachbarschaft. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, es hat nicht viel genutzt, was wir gemacht haben. Was denkst du, Jasmina? Also ich kann referieren zu Vanessa eigentlich nur sagen, als Künstlerin, als vielleicht auch Wissenschaftlerin, kann ich nur sagen, dass wir momentan die Kunst brauchen. Wir brauchen die Kunst immer, wir brauchen sie als Bestärkung und auch als Kritik. Und ich glaube, wir sind da schon auf einem sehr guten Weg. Es muss weitergehen und wir können Leute nur inspirieren. Ich denke, insgesamt kann es immer nur eine Progression nach vorne gehen. Absolut, ich meine, dass wir jedes Jahr das betrauern und ich jeden Tag diese Frage mir stelle, warum, wie war das möglich auf europäischem Boden vor 25 Jahren, und ich glaube, das wäre heute immer noch möglich, wenn man ein paar Schrauben dreht. Ich hoffe, weil ich ein optimistischer Mensch bin, dass wir einen besseren Weg gehen und eine bessere Zukunft haben werden, aber die aktuellen Entwicklungen geben uns da eigentlich keinen Anlass zu, gerade auf dem Balkan, gerade international. Es sind 80 Millionen Menschen auf diesem Planeten auf der Flucht. Also wir haben da ganz viel zu leisten.
Also ich würde gerne jetzt noch was dazu sagen, was mir sehr, sehr schwer an dem Herzen liegt. Ich bin einverstanden mit dir, dass wir Kunst brauchen, aber wir brauchen auch Politik. Absolut, und wir brauchen eine Klarheit. Wir brauchen eine klare Linie, auch unter anderem von der Europäischen Union. Es darf nicht sein, dass einer, der so ein Verbrechen leugnet, noch einen Preis bekommt. Also ich stelle jetzt, also jetzt die Frage, hätte beispielsweise Peter Handke das also Holocaust geleugnet, wäre er im Knast gelandet oder hätte er einen Preis bekommen? Hast du den Namen schon genannt? Wie bitte? Den Namen, von dem du redest? Peter Handke, ja. Habe ich gesagt. Also das ist für mich ein Skandal, dass sein Gleiches sucht. Es ist einfach, ein Mensch kommt und sagt, und dann passiert nichts. So, niemand. Und das ist, komme wieder zu diesem Verrat. Diesen, was wir damals seit 25 Jahren in uns tragen, jeden Tag, ist dieses Wort Verrat. Man hatte die Leute nicht nur damals lebend verraten, sondern man verrät Leute immer noch, die Toten verrät man, heute noch. Und ich würde mir zum Beispiel als Mensch und als auch Überlebende von unten und auch als Deutsche, so wie ich mich verstehe hier nach 25 Jahren Leben hier, hätte ich mir gewünscht zum Beispiel, dass unsere Kanzlerin einmal Srebrenica besucht. Also wir warten immer noch darauf und fragen uns, warum sind unsere Toten oder diese Toten weniger wert? Warum darf jemand, also wie Peter Handke, sich ausbreiten über diese, was hat er mit dieser Stadt zu tun? Das ist so erstmal eine ganz, ganz normale Frage. Die zweite Frage ist, was ich mich ganze Zeit frage, wie hatte dieser Mensch damals ein Jahr nach dem Fall von Srebrenica überhaupt geschafft, da reinzukommen? Welche Eliten? In die Stadt. Genau, in die Stadt. Also ich musste, also für mich war Srebrenica eine Stadt, wo ich meine Familie gehabt habe, wo ich meine Freunde gehabt habe, wo ich mein erstes Konzert im Leben gespielt habe. Ich habe die Stadt geliebt, gekannt, das war meine Stadt. Ich durfte erst vielleicht nach 5 Jahren, 6 Jahren das erste Mal diese Stadt besuchen. Peter Handke durfte nicht mal ein Jahr nach dem Fall von Srebrenica reingehen. Er durfte sich also neben diesem Eingangsschild fotografieren. Und ich habe im ersten Moment, dass ich dieses Foto gesehen habe, wo er dann neben diesem Schild in Kyrillik geschrieben ist, Srebrenica frisch hingestellt für sein Foto, habe ich mich gefragt, erstmal habe ich überhaupt nicht erkannt, wer das ist. Dann habe ich gesagt, was ist das für ein Perversling, der sich also vor einem Massengrab fotografieren lässt? Und habe mich dann gefragt, was macht der da drin? Also was hat er eigentlich mit dieser Geschichte zu tun? Kann er also seine Identität oder was immer er da gesucht hat, nicht woanders suchen? Genau. Und das ist genau das, also dass diese Willkürlichkeit, die da um diese ganze Geschichte also herrscht, das ist das, was mich aufregt, immer noch. Warum beschützt man also unsere Tote nicht von solchen Leuten? Ja, und es ist ein Angriff. Das ist für die Frage, jeden, die ich mir auch als Künstlerin so stelle. Also ich schreibe jetzt gerade ein Theaterstück. Wie hat Peter Handke geschafft in Srebrenica, indem er wahrscheinlich den richtigen Namen gehabt hat und die richtige Größe? Weil das war ja immer noch also eine Sperrzone für jeden, und Peter Handke konnte da reinkommen, weil er dann offensichtlich diese Verbrecher gekannt hat. Sonst kann ich mir das nicht anders, also unabhängig davon, ob ich seine Literatur mag oder nicht, also ich beschäftige mich seit langem nicht mehr mit Literatur von also alten weißen Männern. Also ich finde das überholt alles, aber unabhängig davon, ob ich das mag, was er geschrieben hat oder nicht, also finde ich das extrem frech und es ist ein Skandal eigentlich. Also skandalös für jedes Opfer, absolut, davon betroffen absolut ist. Und man weiß, also auf Fragen werde ich auch nicht mehr reagieren, auf Peter Handke. Wir werden ihm keine Bühne geben. Also warum sollte ich? Ja. Weil er einfach wirklich bekennt, Trauzeuge von Kriegsverbrechern ist. In Vergewaltigungslagern, die mittlerweile Hotels sind in Bosnien-Herzegowina, verkehrte und dort Partys gefeiert hat. Und das ist ein Fakt, das ist belegt. Und das ist für mich Peter Handke, und die Rede von Sascha Stanisic kann ich nur teilen. Und fand es skandalös, dass im deutschen Feuilleton so viel Positivität über diesen Herrn genannten, sogenannten Handke gesagt worden ist. Und ich finde, da
muss man noch mal eine separate Veranstaltung vielleicht auch hier bei der Böll-Stiftung zu machen. Großartige Überleitung. Ich könnte mich darüber jetzt natürlich auch ausgiebig auslassen. Das werde ich nicht tun. Ganz im Gegenteil. Ich sage jetzt erstmal was Positives. Wir haben nämlich hier die ersten Mail-Zuschriften. Und positiv eine Zuschrift aus Polen von Zbigniew Naumowicz. Schöner Vor-, schöner Nachname. Vielen Dank für das bewegende Gespräch. Damals war Tadeusz Mazowiecki Abgesandter der UNO in Srebrenica. Er war vom Verbrechen sehr bewegt. Ein Gruß und Hochachtung aus Polen an Sie. Ich weiß noch immer zu wenig darüber, was passiert war. Vielen Dank. Dziękuję. Dziękuję. Liebe, pozdrav na polsku. Fragen zum Stück von Vanya aus Novi Sad. Ich glaube, das machen wir mal an Jasmina. Gerne. Wurde das Theaterstück Common Ground, wir haben das eigentlich schon beantwortet, Vanya, aber wir machen es nochmal, ins Serbische-Bosnische übersetzt und hat man vor, das Stück in Serbien oder woanders in der Region zu zeigen? Wir haben das in Belgrad gespielt. Und das war eine der schönsten Vorstellungen, ja, die wir je gespielt haben. Wirklich. Nur in Belgrad? Ja. Bisher ist es natürlich auch mit einem Budget verbunden. Natürlich sind das auch Reisenkosten. Wir sind natürlich aus diesem Staatstheater ja auch gekommen. Mit den Rechten ist es, glaube ich, noch nicht verlegt. Ich glaube, es wird auch nicht in naher Zukunft verlegt werden, weil es sind natürlich Persönlichkeitsrechte. Werk und Autorenschaft geht hier zusammen. Ich weiß, dass es vielleicht Aufnahmen gibt, die man vielleicht mediell noch mal einsehen kann. Vielleicht kann er sich da ans Maxim Gorki Theater wenden, wenn alle eine Zustimmung geben. Das wäre sehr gut. Ich bin eigentlich etwas schockiert. Ich weiß, ich war damals auf dem Belgrader Theaterfestival BITEF, wenn ich das richtig sehe. Und ich kann mich gut an den, ja, sagt man dazu auch Hype, wenn jemand, wenn was auf diese Art und Weise, das hat richtig Reaktionen gebracht. Und ich bin eigentlich überrascht, dass ihr das Stück nicht in Banja Luka aufgeführt habt. Insofern, wenn die Gelegenheit besteht, kann ich Vanya da nur wärmstens unterstützen. Das sollte man tun. Ulla Niehaus fragt uns, es wurden zwar keine Frauen in Srebrenica ermordet, aber in Bosnien und Herzegowina massenhaft und systematisch vergewaltigt. Yes. Teilweise in Lagern zu diesem Zweck. Wird auch das Gegenstand der Verarbeitung von Her Story Collective sein? Vielen Dank. Das geht an Jasmina. Ja, vielen Dank. Oder auch unsere gemeinsame Frage an diese Frage. Das ist mir gerade entfallen. Natürlich, das ist die Mutter Bosniens. Also, die sexuelle Gewalt von Frauen. Wir thematisiert allerdings adäquat. Die Frauen, wenn wir Interviews führen, werden nicht instrumentalisiert werden, was uns ganz wichtig ist. Aber es wird natürlich ein Gegenstand sein. Und das hat ganz Bosnien betroffen, also in der ganzen Region. Die nächste Frage würde ich an dich stellen. Ja. Okay. Oder willst du gerade zu dem Punkt noch? Ich würde kurz also noch ergänzen, dass es, also es ist auch ein Teil der Strategie der Verleugnung den ganzen, von dem Ganzen, was in Bosnien geschehen ist. Also Vergewaltigung als strategischer Mittel, also gegen einen anderen Krieg zu führen, wird erst, also wirklich, wirklich ganz oft, also immer dieser Versuch da, das als so eine Art Nebenprodukt von einem Krieg zu degradieren, verpacken, sozusagen, also zu banalisieren, also klein zu machen oder noch schlimmer zu sagen, alle haben es getan. Deswegen ist es für mich, also einer meiner Hauptthemen, also ist dieses, also Frau als erste Frontlinie, nicht nur natürlich in Bosnien. Also es geht generell, dass die Frauen also am Ende wir wissen, also auf welche Art und Weise auch hier in Deutschland zwischen diesen also Frontlinien geraten oder sind so ihr Körper wird zur ersten Frontlinie. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, also für uns, für unsere zukünftigen Projekte. Ich gehe da mal rein, weil ich stimme euch natürlich absolut zu. Und das Thema ist ja auch über Viva Gene und ähnliche Organisationen bereits zu Kriegszeiten thematisiert worden. Amica war die andere, ne, große NGO, die sich damit beschäftigt hat. Mir ist zu Kriegszeiten, wo ich sehr viel Flüchtlingsarbeit gemacht habe, relativ früh aufgefallen, wie viele Männer vergewaltigt worden sind. Und ich wundere mich eigentlich bis heute, dass das nicht thematisiert wird. Das kommt immer mal, wenn einer plötzlich merkwürdig anfängt, sich zu benehmen oder aus dem Fenster gesprungen ist, hoch, dass da was gewesen ist. Aber Vergewaltigung aus Kriegswaffe bezieht sich bei Weitem nicht nur auf Frauen. Das ist immer ein Teil. Vergewaltigung ist Vergewaltigung. Das hat nicht mit Geschlecht zu tun. Auch nicht mit Nation oder mit irgendwas. Sondern Vergewaltigung ist Vergewaltigung und wird als solches bearbeitet. So. Aber es gibt natürlich eine größere Hürde, Anführungszeichen, denke ich. Also gerade in unserer Region, von der wir sprechen. Es hat auch was mit der Darstellung von Männlichkeit zu tun. Ich denke, für Jungen, denen das widerfahren ist, oder auch Männern,
der Begriff von Ehre, von Männlichkeit. Ich denke, es ist noch eine doppelte Hürde, aber es ist in der Tat so, es ist ein systemisches Mittel, was benutzt wurde. Und in Bosnien-Herzegowina, vor allem in Prijedor, weiß ich, dass das systematisch passiert ist, unter anderem also in Konzentrationslagern, als Männer wie Frauen sind umgekommen. Und übrigens damals, also ich habe jetzt Parallelen gesucht zwischen damals, also diese Zeiten Vergewaltigung, die damals die Menschen in Berlin erlebt haben, kurz nach dem Fall der Stadt, da waren auch sehr viele. Du meinst 1945? Genau, 1945, da gab es auch sehr viele Männer, die vergewaltigt worden sind, aber darüber wird auch nicht geredet. Also es ist generell so, dass es immer noch ein Tabu ist, also die Männer, die sexuell missbraucht oder vergewaltigt worden sind. Ja, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, aber der Punkt war mir wichtig. Ich habe eine Frage an euch beide, dann werden wir jetzt mal sehen, wer schneller zuschlägt. Tim Böcher fragt, wie schätzen Sie, in Klammern beide, das heutige Zusammenleben der verschiedenen Ethnien, Kroaten, Bosniaken und Serben, heute in Deutschland ein? Im Speziellen meine ich damit, dass in einigen deutschen Städten, beispielsweise Frankfurt, eine große Community von Menschen, die aus den postjugoslawischen Ländern kommen, besteht. Kann dies als Teil eines Aufarbeitungsprozesses der Menschen, die durch diesen schrecklichen Krieg zu Feinden wurden, nun wieder zusammenzufinden, verstanden werden? Großes Ja. Großes Ja, das ist unsere große Chance. Also wir sind hier auf so eine Art Pufferzone, so ein neutrales Terrain, wo wir also in diesem Land die Chance bekommen haben, also das auch frei zu äußern, was wir denken oder was wir fühlen. Also übrigens, meine allerbeste Freundin hier, meine Schwester, sie ist eine Serbin. Also so viel darüber. Das heißt, wir haben hier eigentlich ist ein Geschenk, dass wir in diesem Land irgendwie die Möglichkeit bekommen, wieder auf eine gesunde und gute Art und Weise, ehrliche Art und Weise, wieder zueinander zu finden. Und daran merken wir auch hier, dass wir unzertrennlich sind eigentlich, dass man uns nicht voneinander trennen kann. Und darf. Und das ist ganz wichtig, das zu betonen, dass wir hier ziemlich gut zurechtkommen. Ich sage immer, wir sind der Regenbogen. Also Bosnien oder auch die ganze Region, wie eine Mutter oder der Regenbogen, wir haben alle Farben. Und also es sind Moslems, es sind Juden, es sind Serben, es sind Kroaten, es sind die Minderheiten und all die ich vergessen habe. Und Atheisten. Und Atheisten und Agnostiker. Und das ist eine Vielfalt und das ist Multikulti und das erlebe ich auch immer wieder auf Partys und auf Begegnungen. Und ich würde mir wünschen, dass wir progressiv sein können und eine Art Plattform finden können, weil es gibt die bosnische oder ex-jugoslawische Diaspora und das sind erfolgreiche Leute. Und das würde ich mir mehr und mehr wünschen, dass wir mit Kunst da so ein Content zusammen generieren können. 25 Jahre nach Srebrenica, ich schließe mich euch total an. Ich glaube auch aus meiner bescheidenen Position aus arbeite ich da seit Jahren daran. Aber den großen Durchbruch habe ich noch nicht gesehen. Mein Eindruck ist eigentlich nach wie vor, dass Menschen aus Ex-Jugoslawien, sobald sie dieses Gebiet verlassen haben, sich in völlig normale Europäer verwandeln. Absolut. Und es ist ja nicht umsonst, wenn man auf ein Konzert der bosnischen Band Dubioza-Kollektiv geht, dann sind da natürlich auch Leute aus Serbien und aus Kroatien und aus Montenegro, im Allgemeinen auch noch aus Slowenien und so weiter und so fort. Genauso ist das, wenn Musiker aus Kroatien oder Bosnien oder Serbien auftreten. Nichtsdestotrotz, mit Ausnahmen ist es nie zu der großen Aktion der Diaspora gekommen, die aufsteht und in irgendeiner wenigstens annehmbaren Menge sagt, ey, jetzt hört doch mal auf, unser Herkunftsland kaputt zu machen und zudem unser Europa. Ja, also das liegt daran, dass wir noch eine sehr junge Diaspora sind. Wir sind ein bisschen kopflos unterwegs. Das ist klar. Also es ist ja, also wir versuchen uns auch auf unterschiedliche Art und Weise dieser Versuch, was wir jetzt zum Beispiel, es gibt da andere, also Versuche, dass wir also uns organisieren einfach. Und schauen, wie wir dann auf eine produktive, gute Art und Weise an unsere Geschichte schauen. Also es gibt immer noch gruseligerweise 40 Wahrheiten unten darüber, was passiert ist. Und das wird sogar noch schlimmer wird das in der Schule unterrichtet. Also es sind unterschiedliche Geschichten, Unterrichte, die dort statt in Srebrenica übrigens auch. Es gibt also Unterricht für serbische Kinder, also Kunst und Sport haben sie zusammen, aber die Geschichte wird getrennt, unterrichtet. Und das ist genau darum geht es, dass man versuchen muss, den Leuten Wege vielleicht zu zeigen, die zu ermutigen, wie sie dann wieder zu diesem Gespräch kommen können. Weil ich habe das Gefühl, umso mehr die Zeit vergeht, umso weniger Wahrheit bleibt dann noch übrig.
also darüber, was passiert ist. Und ich glaube, das ist ein extrem nährreicher Boden für neue Konflikte. Ja, nochmal zur Erklärung. Also in Bosnien-Herzegowina ist es erlaubt, aufgrund der hochföderalisierten Konstruktion dieses Staates, die ist geschaffen worden im Dayton-Friedensvertrag, um den Krieg zu beenden, wohlgemerkt. Das muss man zum Verständnis oder zur Entschuldigung sagen. Es ist auf jeden Fall erlaubt, dass unter einem Dach mehrere Curricula unterrichtet werden. Also das ist bei Weitem nicht nur im serbischen Ostbosnien so, sondern das ist im kroatisch dominierten Zentralbosnien und in der Herzegowina ganz genauso. Und es führt dazu, dass auf einem Schulhof eine Mauer gebaut werden muss oder ein Zaun, um zu verhindern, dass die Kinder sich gegenseitig prügeln, denen man vorher in dem Geschichtsunterricht beigebracht hat, dass die Eltern des jeweiligen Klassenkameraden eigentlich versucht haben, die eigenen Eltern zu ermorden. Und für mich ist das, wir sprachen über die vielleicht heilbare Rolle derjenigen Bosnier, Ex-Jugoslawen und so weiter, die im Ausland leben, die nicht unter diesem Druck stehen. An der Stelle wird das natürlich im Land selbst, in Bosnien-Herzegowina selbst, immer wieder zerstört. Nichtsdestotrotz könnte man doch sagen, dass die, die hier in die Schule gegangen sind und so, sich zumindest organisieren und versuchen, da reinzufunken. Auch das sehe ich nicht richtig. Oder verpasse ich was, Jasmina? Ich glaube schon. Aber auch die Leute da mit dem intersektionellen Diskriminierungserfahrung im Ausland, die wir auch alle haben. Ich glaube, das ist auch, jeder hat so sein Päckchen. Und ich erlebe immer wieder, und das ist das, was man vielleicht in den Fokus setzen kann. Mhm. Unfassbare, tolle Kollegen aus dem MES-Festival in Sarajevo. Junge Menschen, die mir ganz viel Hoffnung geben und die wirklich politisch überzeugt sind, gute Überzeugung haben und gar nicht so weit weg voneinander sind. Weil wir sind alle nicht so weit weg voneinander. Und das müssen wir vielleicht stärken. Und Common Ground, schon wieder diese Vokabel zu benutzen, die kann nicht abgedroschen sein soll. Aber nichtsdestotrotz, da bin ich auch wieder bei Vanessa, es muss politisch gehandelt werden. Und wir müssen dieses absurde föderale System irgendwie überwinden, was genau, unglaublich viel Geld kostet. Europa dürfen die nationalistische Parteien unten, egal welche Seite, nicht mehr unterstützt werden. Das ist das Problem. Also die nehmen Bosnien, wie sie jetzt ist, also nach Dayton, das ist ja unmöglich. Diese Stadt kann nicht funktionieren. Es ist doch schon vorgeschrieben, dass man da eigentlich nichts zustande bringen kann. Also die Korruption, die Vetterwirtschaft, also die ganze Bürokratie, das ist einfach ein Monstrum, das alles unten verschluckt. Mhm. Über eine Milliarde Euro. Genau, neue Korruption. Wege, also dynamischere Wege, also suchen den Leuten, also andere Alternativen anbieten, also, und dass wir dann weg von den Nationalisten kommen. Und das ist genau das ist das Problem hier. Also würde niemanden auf die Idee kommen, irgendwie diese Leute sich, aber unten haben die Leute also ganz oft das Gefühl, die haben keine andere Wahl und die haben immer noch Angst, dass wieder neue Konflikte entstehen. Und die nationalistischen Parteien arbeiten sehr, sehr stark mit dieser Angst und mit Einschüchterung und so weiter. Und das, wie gesagt, also Hauptsache, die schießen nicht. Also schüchtern die Leute ein und die wählen dann irgendwas, einfach nur irgendwie Ruhe zu haben und merken jetzt, dass es nichts bringt. Also es sind Tausende und Tausende junge Leute, die kompletten Balkan verlassen. Mhm. Also jetzt seit fast einem Jahr. Das ist für mich zum Beispiel die letzte Phase des Krieges. Allein aus Bosnien-Herzegowina haben wir letztes Jahr, glaube ich, zwischen 17.000 und 20.000 junge Leute, die das Land verlassen haben, inklusive aus auch Republika Srpska, also wo die Eltern vor 2 Jahren Plaća hingestellt haben, also Tränenmauer hingestellt haben auf dem Platz, Hauptplatz in Banja Luka, weil die ihre Kinder beweinen, die weggehen mussten, weil sie dort unten keine Perspektive haben. Das heißt, es findet ein Exodus statt, die letzte, also freiwillige Flüchtlinge, die das gesamte Gebiet verlassen, weil es unten keine Perspektive gibt. Das heißt, die haben es auch nicht geschafft, die Leute irgendwie zusammen zu halten. Ich werde das jetzt nicht austreten, vielleicht nur dieser Exodus, den du das nennst, der läuft eigentlich seit 1991 und ich nenne das Abstimmung mit den Füßen. Mhm, es gab in Jugoslawien eine einzige freie Wahl und die freie Wahl war gehen. Und deswegen sind so viele gegangen. Das wiederum reproduziert natürlich die Verhältnisse vor Ort, weil diejenigen, die bleiben, die sind tendenziell, und in diesem schrecklichen Prozess sind wir ja nicht seit einem Jahr drin, sondern seit 25 mindestens, wenn nicht seit 28. Ich wende mich trotzdem jetzt nochmal den Fragen zu. Es kommen nämlich erstaunlich viele. Also wie schön, offensichtlich mögen uns unsere Gäste.
Rebecca Hillauer fragt, was sagt Ihnen das Frauentribunal von Zagreb und Amsterdam? Kennen Sie Frauen, die daran teilnehmen? Die hat ihre Frage in vier Blöcke, ich lese die mal einfach alle vor und dann sagt ihr, wer antworten will. Was wissen Sie davon, dass Frauen im Europäischen Parlament zusammen mit einem internationalen Frauenfriedensnetzwerk und dem Verona-Forum seit 1992 versucht hatten, die Belagerung von Sarajevo und die Massaker und Massenvergewaltigungen aufzuhalten? Und jetzt kommt es, ich glaube, darauf geht es hinaus. Inwieweit kooperieren junge und alte Frauenaktivistinnen? Beziehungsweise inwieweit gibt es ideologische Differenzen und welche? Ah, und unten drunter, also das D ist eine eigene Frage, mal gucken, ob wir zu der kommen. Sind die Kinder des Krieges, in Anführungsstrichen, noch immer ein Tabu in der Gesellschaft? Mhm. Ich lasse Jasmina gerne da gerne was erzählen. Also erstmal vielen Dank für diese Frage und auch das werde ich mir später notieren nochmal, wenn ich Dinge nicht kenne. Ich kenne die Vereinigung noch nicht, da werde ich gerne nochmal weiter in Kooperation treten. Also vielen Dank schon mal dafür. Es gibt unter anderem eine Organisation, die setzt sich dafür ein, Kinder des Krieges, die vergessen wurden, sichtbar zu machen zunächst. Und diese Organisation hat sich erst seit 3 Jahren gefunden und ist aufgrund von einer wissenschaftlichen Erhebung entstanden. Das heißt, ein psychologisches Team aus einer Psychotherapeutin aus Leipzig mit bosnischen Wurzeln hat Interviews geführt von diesen Frauen, die betroffen sind von Vergewaltigung. Und so konnten sich diese Kinder kennenlernen. Und diese Kinder haben unglaublich, also eine Art Selbsthilfegruppe zunächst und daraus ist diese Vereinigung entstanden. Und in ihrer Biografie haben sie sehr viele Parallelen gefunden. Und sie haben eine Sprecherin. Und diese Sprecherin spricht kollektiv, weil es dort sehr viele Gemeinsamkeiten gibt in der Lebensweise, in der Betrachtung. Und unter anderem haben sie vor 1,5 Jahren 15 Minuten Zeit bekommen im bosnischen Parlament und durften ihre Vorschläge unterbreiten. Und der Vorschlag sah unter anderem aus, dass man jede Frau, die vergewaltigt wurde in Bosnien-Herzegowina, ich will nicht sagen entschädigt, aber doch, und dass man das in die Konstitution aufnimmt. Und damit, mit dieser Forderung, wäre Bosnien-Herzegowina, wenn es sich bewahrheiten sollte, das erste Land überhaupt in der Geschichtsschreibung, die diesen Paragraph zulässt. Und das wäre innovativ und das wäre zum Beispiel ein gemeinsamer Schritt. Zweite oder die anfängliche Frage war gewesen, das Verhältnis zwischen den weiblichen Aktivistinnen in den 90er Jahren und heute. Ich sehe da eine Verbindungslinie zwischen Monika Hauser und so weiter bis heute. Genau, also ich werde zum Beispiel diesen Sommer in Südtirol Monika treffen und wir organisieren uns immer also besser, also die Frauen, weil wir sehen, also dass wir sonst keine Stimme bekommen. Niemand gibt uns das. Wir müssen uns das selbst alles holen. Wir müssen uns den Raum erobern. Und darum geht es. Also, dass Frauen also unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alter, unterschiedlichen also politischen also Einstellungen und was immer so zusammenkommen. Und wir also kommen schon zurecht. Also besser als die Männer. Das lasse ich jetzt auch mal stehen. Die beiden nächsten Fragen, die erste werde vielleicht ich am besten beantworten. Simon Rapp fragt, ob es empfehlenswerte Schulbücher zu den Balkankriegen gibt, entweder auf Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch oder Deutsch oder Englisch. Korrigiert mich, soweit ich weiß, das Einzige, was es tatsächlich gibt, ist diese von Maria Todorova herausgegebene Serie Vergleichende Geschichte Südosteuropas. Da werden alle Perspektiven dargestellt. Das ist erschienen beim Center for Peace and Reconciliation in Thessaloniki. Ist ein großes Projekt von Pädagogen, ist allerdings weniger ein Schulbuch als Materialien für Lehrer, um nicht zu sagen, ich glaube, wenn man sich durch die 4 Bände zum 20. Jahrhundert durchgearbeitet hat, hat man eigentlich ein Grundstudium der Balkanologie und der südosteuropäischen Geschichte absolviert. Wüsstet ihr was Kürzeres? Slavenka. Drakulic. In der genau. Romanform? Ja, auch Romanform und immer wieder. Ein Titel, mit dem wir uns jetzt schon beschäftigt haben, ist, er konnte auf Deutsch übersetzt, er konnte keiner Fliege was zur Leide tun. Und da geht es spezifisch auch um die Kriegsverbrecher und was sind das für Menschen. Und das kann ich jedem empfehlen, das finde ich sehr pointiert, sehr gut recherchiert. Ein anderes Buch ist, was ich auch jedem sehr empfehlen kann, wer sich nachhaltig mit geprüften Quellen auseinandersetzen will, ist ein Buch, was herausgegeben worden ist, unter anderem von der UN, von allen wichtigen Professoren, sowohl Psychologen als auch Literaturwissenschaftlern. Ich flehte um meinen Tod.
Also, das ist ein sehr gutes Aber das ist auch Literatur oder Oral History, richtig? Es ist also beides, kein durchorganisiertes beides, beides, Schulbuch. Beides. Also bei Schulbüchern bleiben wir bei der Theodorowa stehen. Mhm. Der Simon Rapp fragt dazu über die bekannteste Dokumentation von allen, nämlich Death of Yugoslavia, die ja tatsächlich vor Srebrenica fertig war. Und dann haben sie das quasi noch angehängt. Ich weiß, dass das sind 4 Teile, wenn ich mich recht erinnere. Das haben wir damals rauf und runter geguckt. Und es ist für mich heute als Journalist auch nach wie vor ein Musterbeispiel dafür, wie man Journalismus zeitgenössisch machen kann. Aber seitdem ist eigentlich auch filmisch nichts nachgekommen, was tatsächlich flächig abdeckt, was in Jugoslawien von 91 bis 95 passiert also, ist. Also nicht historisch, aber Jasmina Spanić, also es gibt sehr viele auch Frauen, die... Du gehst in die Literatur beziehungsweise eher, in die Belletristik rein. Ja, ja. Da würde ich total zustimmen, genau. Aber er fragt nach Schulbüchern oder Dokumentarfilmen. Mhm. Da mussten wir uns auch jetzt durchkämpfen. Mhm. Eigentlich musste man ja, wirklich genau, weil es ist das ist also diese Schulbücher und was gelernt wird in den Schulen, das ist die neue Frontlinie. Also man kämpft. Also das ist, und das ist sehr, sehr, muss man sehr vorsichtig sein, von wem, also übernimmt man was, muss man schon sich ein bisschen länger damit beschäftigen. Ich habe, also meine Kinder sind hier in Deutschland zur Schule gegangen, so dass ich mich im Moment, aber das kann ich, also natürlich, ich habe Leute, die ich fragen kann und dann kann ich dann noch nachträglich vielleicht was liefern. Ja, genau, das können wir vielleicht sogar alle drei anbieten, dass wir da nochmal nachlegen, wobei ich ganz ehrlich, ich bin ja nun Historiker, und Journalist und rezensiere laufend Bücher und so und gucke mir wirklich viele und gerne Dokus an. Ich wüsste auch nichts Zusammenfassendes. Und ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass unser Thema ja so ein bisschen out ist. Also man kriegt jetzt keine größeren Gelder mehr wie in den 90er Jahren. Also die Großartige, die hatte da auch ein Portal in Sarajevo, wo man auch auf Englisch... Oh, es gibt das Dokumentarportal in Sarajevo, Museum Opsade. Genau, ja, richtig. Es gibt dann haben wir ja dieses Museum, Srebrenica Museum auch, die haben auch total viel im Archiv. Man kann sich auch dort... Aber man muss sammeln. Es ist nicht so, dass es ein Buch oder eine Doku neben Death of Yugoslavia, die ich auch immer empfehle. Ich bin vor kurzem gefragt worden, was ich denn an Monographien zur Rolle der internationalen Gemeinschaft bzw. auswärtiger Spieler im Jugoslawien-Konflikt. Es gibt ja immer wieder diese Behauptung, das wäre eigentlich zerstört worden von außen. Und dann gibt es in Kroatien die eine These und in Serbien die andere und in Bosnien die dritte. Es gibt keinen zusammenhängenden Text. Und das ist vielleicht auch ein Appell an uns zuschauende und zuhörende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Autorinnen und Autoren. Wir brauchen Monographien. Wir brauchen auch für unsere Kinder Bücher, die man ihnen vorlegen kann, die Kontroversen zulassen und die Informationen bringen. Und, also es gibt schon von Heinrich Bühl Stiftung, also lokal in Sarajevo zum Beispiel, großartige Sachen, also die man da schon rausgebracht hat. Kann man sich mal ein bisschen erkundigen an der Seite. Und die haben wirklich tolle Sachen, zum Beispiel Frau in belagerten Stadt und so weiter. Genau. Also das sind sehr, sehr tolle Sachen. Immer wieder und auch an das Messfestival zum Beispiel referierend. Auch das Filmfestival in Sarajevo hat immer wieder eine Dokumentarfilmsparte. Auch da kann man immer wieder auch Kontakt knüpfen. Also ich denke, wenn wir jetzt jemanden vergessen haben sollten, zu nennen. Wir brauchen eine lange Liste, die müssen wir anfertigen. Melanie Weise fragt uns, Sascha Stanišić schwelt im genannten Roman Soldat Grammophon, die Perspektive eines in Klammern unschuldigen Kindes, um über die Ereignisse sprechen zu können. Einen ähnlichen Ansatz wählt das War Child Museum in Sarajevo, das Schicksal der Kinder in der belagerten Stadt thematisiert. Mich interessiert, wie die beiden Künstlerinnen diesen Ansatz der kindlichen, unschuldigen, unwissenden Perspektive einschätzen, um einen Dialog zwischen den ethnischen Gruppen zu ermöglichen. Auch hier wieder super spannend, gute Frage. Die Perspektive, also ich kann nur in Common Ground referierend nochmal eingehen, da haben wir es genauso genannt. Also es gibt dieses Denkmal für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen aus Sarajevo, wo wirklich alle Namen aufgelistet sind von allen ermordeten Kindern Sarajevos und man kann es bewegen. Also es ist mitten in der Stadt und es sind, wenn ich meines Wissens, sind Spielzeug in diesem Monument. Das heißt, wenn man es berührt, hat man so eine Art Rascheln oder Kinderspielzeug. Die Unwissenheit, Kinder sind unschuldig, aber Kinder werden auch erwachsen. Und deswegen ist es immer entscheidend, mit einer Offenheit zu arbeiten. Und auch diese Unschuld, also jedes Kind ist unschuldig, kommt unschuldig auf die Welt und wird vielleicht schuldig. Also ich würde ja kurz, wenn du fertig bist, also ich würde ja kurz da sagen, natürlich ist es, also diese Perspektive ist großartig.
Also das ist also aus unschuldiger Perspektive des Kindes. Also ein Kind hat also Freiheit. Also ein Kind kann man im so nicht bändigen, also die Kinder haben Fantasien, sind unschuldig, gucken auch unschuldig auf dieses Brutale. Aber ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, also aus allen Geschichten oder allen Recherchen, Menschen, die also Gewalt erlebt haben, die Kriege oder Erschießungen überlebt haben, waren alle in diesem Moment, wo sie dann erzählt haben, waren sie wie so unschuldige Kinder. Weil man verwandelt sich dann, also auch durch diese Not, durch dieses Schrecken, was man erlebt, man verwandelt sich in ein wehrloses Kind. Und das ist, also jeder, der sowas, also Unschuldige ist im Grunde wie so ein Kind. Weil du lernst ja erst da, auch schon als erwachsener Mensch, lernst du, also das erste Mal im Leben, was es bedeutet, den ersten Toten zu sehen oder also geschlagen zu werden und so weiter. Und da sind wir alle am Anfang und unschuldig. Deswegen, also ich habe mehrere Leute, erwachsene Menschen, also interviewt, also vor allem wenn es um Vergewaltigung, diese Frauen haben wie kleine Mädchen geklungen. Es war einfach dieses Schrecken, dieses Unerwartete, was einem passiert. Also macht aus einem erwachsenen Menschen ein Kind eigentlich. Oh. Jeder Opfer ist ein also unschuldiges Kind und genau, die Perspektive ist, ja. Und bitte. Noch eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde, wenn wir über Sarajevo sprechen, müssen wir auch über Preda sprechen und all die Städte, die kein Denkmal haben und es sind die Kinder. Und natürlich sind diese Kinder auch betroffen und das ist auch wichtig. Mit Kunstaktionen. Eine wunderbare Überleitung. Ja. Namentlich, ich habe das erwähnt, Prijedor, Bosanska Dubica und so weiter, die ganzen Gemeinden in Westbosnien sind mir von meiner Biografie her eigentlich sogar näher, weil ich da viel mehr Leute kannte vor dem Krieg als in Ostbosnien. In Prijedor gibt es eine Gruppe junger Menschen, man könnte auch sagen junger Serben, die heißen Kvart. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, in der Mitte, im Auge des Sturms, im Auge des Bösen, mitten in Mordor, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was eigentlich mit den muslimischen Nachbarn ihrer Eltern passiert sind. Das sind unglaublich mutige Leute. Wir haben hier eine Frage dazu von Daniela Höpfner. Wie findet das Thema Srebrenica in der Öffentlichkeit und in den Medien in der heutigen Republika Srpska statt? Findet es überhaupt statt, abseits von den Aktionen der Leute von Kvart? Was wisst ihr darüber? Ich sammle mich mal kurz, bevor ich was sage. Bitte nehmt die Öffentlichkeit mit rein, nicht nur die Institution Republika Srpska. Ne? Das ist wichtig an der Stelle. Also was du auch sagst, es gibt überall und auch vor allem in der Republika Srpska Menschen, die aktiv sind, die politisch eine Gesinnung haben, die reflektieren und keine Witze über diesen Genozid machen. Und das sind leider sehr wenige. Natürlich wurde diese Region komplett ethnisch gesäubert. Das müssen wir auch noch mal wirklich feststellen. Und das ist, sozial auch, weil ja alle abgehauen sind. Genau, also wir reden über so ein Niemandsland, Anführungszeichen. Ich weiß privat, mein Cousin ist auch in einer Gruppe gewesen, die darüber sprechen, Aktivist Sudbin Music, der wirklich viel erlebt und viel Schikanen, viel Drohungen. Und da ist eher die Grundstimmung, die, dass es negiert wird, dass Witze gemacht werden, dass Überfälle passieren. Das ist das Mindeste, also das Kleinste, was ich jetzt hier thematisieren möchte. Also die Grundhaltung in der Öffentlichkeit ist, es wird ignoriert, größtenteils. Ja, also ich war für ein anderes Projekt vor 4 Jahren in Srebrenica und dort also einen jungen Serben geinterviewt. Und das ist ja sehr, sehr absurde Situation. Dieses Friedhof ist fast größer als die Stadt. Und wenn du dann an einen jungen Menschen dort fragst, wer sind diese Leute da drin? Oder wo sind die, eure Nachbarn damals von, wo sind die? Das ist so, also die schauen dich an und fragen sich, so irgendwie, du siehst diesen Schrecken und so, warum fragst du sowas? Und dann sagen die dann einfach, die sind ja gegangen. Und das ist genau das, was mich total, waren tolle Kinder eigentlich, richtig toll, aber sie würden also auch von eigenen Eltern, also auch im Stich gelassen. Es wird nicht nur also in der Öffentlichkeit gar nicht darüber geredet, sondern zu Hause auch nicht. Und das ist genau das, was also schrecklich ist. Nicht nur für die also Opferfamilien, sondern für die Täterfamilien genauso.
transgenerationale Weitergabe. Genau, weil man kommt ja einfach nicht weiter. Die wissen, dass sie wissen eigentlich tief und haben genug Informationen. Die haben auch alle Internet, die wissen, was passiert ist. Aber müssen weiter für ihre Eltern, die nicht Mut haben, also darüber zu sprechen, lügen oder sich verstellen. Und das ist total krank. Und das ist genau das, was also für mich also wichtig ist, also zu erzählen. Wir haben hier noch einige Fragen. Wir haben allerdings nur noch 5 Minuten. Insofern würde ich vorschlagen, wir leiten jetzt mal über Richtung Ende. Und da hast du mir ein super Stichwort gegeben. Ich bin ja, ich habe das nicht explizit erwähnt, aber ich bin kein Abstammungs-Ex-Jugoslawe, sondern ich bin 100% deutsch, richtig biodeutsch. Und was den Menschen in der Republika Srpska und Serbien passiert und durchaus auch in manchen Teilen Kroatiens, ist mir nur zu gut bekannt. Ich stand vor kurzem mit einem recht jungen Kollegen draußen auf eine Zigarette und sprach über einen Text zu Kriegsverbrechen, woraufhin der junge Kollege, der ist keine 40, sagte, ach, immer Kriegsverbrechen, immer müssen, gibt es denn keine anderen Themen? Nee, und ich habe manchmal so olfaktorische Erinnerungen, also Gerüche. Und ich roch das Wohnzimmer meines Großvaters in den frühen 70er Jahren, als meine beiden Großväter waren Berufssoldaten der deutschen Wehrmacht. Mein Urgroßvater war noch dabei, der war deutscher Soldat im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Mein einer Großvater war 5 Jahre in Sibirien nach der Ostfront, der andere war an der Westfront. Und es war genau dieser Geruch von, Hitler war zwar ein Verbrecher, aber sonst wussten wir nichts und die Juden sind weggezogen. Genau. Ja. Und es ist furchtbar. Ich habe oft das Gefühl, die Menschen leben in einer Zeitschleife. Es hat was furchtbar Bedrängendes. Und was ich an der Bundesrepublik Deutschland heute so schätze, ist, dass wir da einigermaßen rausgekommen sind, dass die Synagoge in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, heute wieder aufgebaut, wieder geweiht und gleichzeitig als Ort des kulturellen Zusammentreffens oder des Zusammentreffens von Menschen genutzt wird. Als ich ein Kind war, war das eine Ruine, in der eine Druckerei untergebracht war und wir sind da außen rumgeräubert und haben uns immer gedacht, warum hatten das so prächtige Fenster? Das sieht aus wie eine Kirche, dass es ein Gebetshaus war, hat man uns nicht gesagt. Und jetzt komme ich zu der Frage. Die richtete sich an uns drei, insofern danke. Ich habe meinen Teil bereits beantwortet. Was würdet ihr euch wünschen für die nachfolgenden Generationen in Bezug auf den Umgang mit dem Krieg, den ihre Familien erlebt haben? Mehr Dialog, mehr Ehrlichkeit, mehr Mut und mehr Selbstvertrauen. Und sucht die anderen, spricht die anderen an. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Also in ein Gespräch zu kommen, wenn du den anderen besser kennst, wirst du ihm auch nicht wehtun können eines Tages. Es ist einfach wichtig, dass die Leute, vor allem junge Leute, so oft wie möglich, egal wie, zusammenkommen. Genau, also Fragen stellen, kritische Fragen und was du vorhin meintest, nur referierend, auch in Deutschland ist ein kleiner Paradigmenwechsel zu spüren. Und ich rede jetzt nicht von der AfD und so weiter, aber sie sitzt ja im Parlament. Ich kann jedem sagen, auch jeden ermutigen, wir sind nicht so dünnhäutig, Genozid verjährt nicht. Und deswegen ist es wichtig zu gedenken. Für jeden, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, genau was Vanessa sagt, kritisch Fragen zu stellen, mit dem offenen Herzen Fragen zu stellen und vielleicht Kopf und Herz und Sprache zu verwenden. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Und klar, natürlich wünsche ich mir, dass Angela Merkel einmal nach Srebrenica kommt. Das wäre so mein Weihnachtswunsch. Ich habe ganz am Anfang... Ja, genau. Sorry, nee, du hast alles gut. Habe ich noch eine Sekunde, die Leute zu begrüßen? Oder liebe Grüße auch nach Sarajevo und liebe Grüße nach Marion Graske, also die tolle Leiterin Böll-Stiftung in Sarajevo, die das alles nach ihrer Initiative und Idee, das auch das andere Projekt, was dann später stattfindet. Danke, Marion, ganz liebe Grüße und nach Amela Semenovic, die total viel geholfen hat, dass die ganze Geschichten unterkommen und das alles realisiert wird. Ja, ich bedanke mich natürlich auch alle Zuschauer, Zuschauerinnen. Vielen Dank für die schönen Fragen und vielen Dank an die Böll-Stiftung, an Vanessa, an Rüdiger. Und ich denke, wenn wir so zusammenkommen, gehe ich immer gestärkt raus und bin sehr inspiriert. Und ich hoffe, dass wir das auch weitergeben konnten. Genau.
Es geht mir auch so, ich möchte mich auch bedanken. Ja. Wenn ich jetzt noch einen Moment länger hätte, den wir nicht haben, weil wir auch eine begrenzte Zeit haben, würde ich natürlich die Frage stellen, für diese Veränderung von Deutschland aus diesen 70er und 80er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin bis heute, waren natürlich auch politische Veränderungen nötig. Mhm. Und ich glaube an die Zivilgesellschaft Ex-Jugoslawiens, Bosniens, Kroatiens, Serbiens und so weiter. Ich bin überzeugt, dass es da tolle Leute gibt, um nicht zu sagen, ich weiß es einfach, ich beschäftige mich damit seit über 30 Jahren und verbringe viel Zeit mit diesen Menschen. Allerdings, solange die Politiker an der Macht sind, die in diesen Ländern an der Macht sind und solange diejenigen Leute da das Heft in der Hand halten, wird es, fürchte ich, eine Veränderung nur bei uns im Ausland geben und die Länder sind verloren. Das heißt, es muss zu irgendeinem Zeitpunkt und eigentlich am besten besser vorgestern als gestern zu einer politischen Veränderung kommen, sowohl in der Politik der internationalen Gemeinschaft als auch in der Politik innerhalb des ehemaligen Jugoslawiens und innerhalb des hoffentlich noch sehr lange bestehenden Bosnien-Herzegowinas. Rudi, wollen wir also dann Schluss machen mit der jungen Stimme von den Ballerina? Sehr gerne. So, allerdings möchte ich vorher noch mal darauf hinweisen, dass auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung zum 11.07. diese und andere Stimmen und eine Menge interessantes Material zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht an die Kolleginnen und Kollegen in der Regie hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung noch eine Literaturliste zum Thema Srebrenica auf Deutsch und Englisch und eventuell auch Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Würde uns allen gut stehen. Ich biete meine Mitarbeit an. Ich danke euch vielmals. Genau. Danke, Gudrun. Es ist ein schreckliches Thema. Ja. Danke, Gudrun, danke, Katja, danke der Technik hier. Super. Es ist ein schreckliches Thema, aber ich glaube, wir haben es heute so behandelt, dass man auch einigermaßen mit Energie hier rausgeht. Vielen Dank. Genau. Und die Stimme. B. Ballerina. Ballerina. Sie war keine Serbin, keine Roma, keine Kroatin oder Bosnierin. Sie war eine wunderbare, elegante, sanfte Ballerina.